Wir kommen zur nächsten Teilnehmerin. Und die junge Dame heißt Julia Enders. Und sie studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und jetzt macht mal Lärm, wenn wir sie auf die Bühne bitten. Ach, da bist du ja schon. Deine 10 Minuten. Okay, also wie gesagt, ich studiere Medizin. Ja, genau. Und eine Sache, für die Medizin ganz großartig ist, wie man eben auch gemerkt hat, sind Kaffeekränzchen und Teekränzchen bei Tanten. Dann wird man nämlich meistens gefragt, was man studiert. Und wenn meine Schwester dann eine halbe Stunde erklären muss, was Kommunikationsdesign ist, sag ich Medizin. Und krieg frohlockende Blicke, die ich ernten kann. Das ist echt ganz nett, aber das hält bei mir leider immer ungefähr nur so 30 Sekunden. Dann kommt nämlich die Frage, und in welches Gebiet willst du später gehen? Und dann muss ich blank ziehen aus treuer Liebe und sagen, seit dem ersten Semester bin ich total auf dem Darmrohr hängen geblieben. Es fing alles mal mit dem Anus an und jetzt ist mein großes Faszinationsgebiet. Dann versickert die Verzückung. Wird auch unangenehm still meistens. Und ich höre dann irgendwo ganz weit entfernt in der Ecke vom Zimmer, und was macht man dann mit Kommunikationsdesign? Und es ist eigentlich schade, weil der Darm hat eine Menge Scham. Und ich weiß nicht ganz genau, was meine Tanten dann so denken, aber ich vermute mal, es hat einfach mit wahnsinnig viel Kot zu tun. In allen Formationen und Zuständen, die Kot annehmen kann, oder mit Kot anderer, mit dem man nichts zu tun haben wollte. Oder auch mit obskuren Reinigungsmethoden, die uns so aus einem Arztzimmer wieder rausgehen lassen. Oder Internetvideos, die so grafisch sind, dass allein die Reaktion darauf so gut ist, dass wir sie nicht mal gucken brauchen. Und auch die Wissenschaft hat Gründe, warum sie den Darm hasst. Aber das sind wenigstens auch die Gründe, warum er so faszinierend ist. Das ist 100-mal die Fläche der Haut. Das könnte mich also 99-mal neben mich stellen. Dass in so einem engen Rohr so viel Immunsystem drin ist, so viele Hormone produziert werden, dass es hier 200 Trillionen Möglichkeiten an Bakterien gibt, die hier leben können. Das ist die Menschheit mal zwei. Und wenn ich ein Stück, und er hat ein so eigenständiges Nervensystem, dass wenn ich ein Stück Darm rausschneide, so hinhalte und mal drauf tücke, dann grummelt er mir freundlich entgegen. Und das ist sehr komplex und macht der Wissenschaft Angst, und das verstehe ich auch. Aber meine Oma sagt immer, wenn man was wirklich mag, auch wenn es am Anfang ein bisschen überwältigt, dann macht man es halt Schritt für Schritt. Wenn man dann in eine Pfütze trifft, ist auch nur ein Fuß nass. Deswegen fangen wir hier mal an. Wir sehen die Speiseröhre. Die macht so melkartige Bewegungen, drückt das Essen nach unten, fällt in den Magen. Der Magen schaukelt so ein bisschen hin und her, zerkleinert es und füttert es häppchenweise an den Dünndarm. Im Dünndarm wird es dann so magisch geknetet. Es wird nämlich immer weniger beim Kneten. Wird es dann über den Dickdarm transportiert und am Anus kommt es wieder raus. Klingt einfach. Wenn wir uns aber einen Prozess rauspicken, das war bei mir der Anus, wie das ja, dann merken wir, dass es ein bisschen komplexer, als es erstmal scheint. Ich habe mir das jetzt auch nicht freiwillig ausgesucht. Das war so, mein Mitbewohner kam in die Küche und sagt, Julia, studierst du Medizin? Wie geht Kacken? Da habe ich gemerkt, dass der Anus auch sehr kommunikativ ist an sich. Das Ganze ist nämlich so ein Zwischending zwischen zwei Bewusstseinswelten. Wir haben einmal hier den inneren Sphinkter und hier den äußeren Sphinkter, also Schließmuskel. Den äußeren, den kennen wir ganz gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, macht mal bitte au, au. Also mit dem Anus. Das machen bestimmt ganz viele gerade, wir sehen es nur nicht. Da merken wir, das können wir. Wenn ich jetzt sage, das Gleiche. Das Gleiche. Wenn ich jetzt sage, das Gleiche bitte nochmal mit eurem inneren Schließmuskel. Das ist schwieriger. Hat vielleicht geklappt, oder?
Aber wir merken, da ist ein Unterschied. Das ist nicht so bewusst steuerbar. Wir gehen jetzt mal den Durchgang durch. Wenn jetzt so verdautes Essen da ankommt und an diesen inneren Schließmuskel stößt, dann macht er reflexartig auf, lässt einen Testtappen durch. Und in diesem Zwischenraum zwischen dem inneren und dem äußeren Schließmuskel sitzen Sensorzellen. Die prüfen dann, ist das, was hier ankommt, fest oder gasförmig und melden das dem Gehirn. In dem Moment wird dem Gehirn dann bewusst, ach, ich muss kacken. Und das Gehirn macht dann, was es mit seinem bewussten Bewusstsein so toll kann, es stellt uns nämlich auf unsere Umwelt ein. Sagt dann also zum Beispiel, du, ich hab geguckt. Wir sind gerade beim Science Slam. Gasförmig geht, wenn du es so leise raustwitchen lässt, vielleicht noch. Fest eher ungut. Dann vereinigen die sich und schieben das wieder zurück. Kommt dann in die Warteschleife. Raus muss es eh irgendwann. Wenn wir aber gerade zu Hause auf dem Couchsofa rumhängen, haben eh nichts Besseres zu tun, freie Fahrt. Der Anus ist nur die Spitze des Eisbergs. Gera, was hat sie gesagt? Ich glaube, sie hat gesagt, der Anus ist nur die Spitze des Eisbergs. Der Anus ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Es sind 2 Zentimeter, die wir bewusst wahrnehmen und die wir kontrollieren können. Und dieser ganze Rest, wenn wir wirklich wissen wollen, was ist hier unten noch vergeben, dann schlage ich vor, als ersten Zwischenschritt gehen wir an die Grenzfläche. Wir suchen uns also was aus, was mit dem Darmrohr zu tun hat, aber gleichzeitig unterbewusst und bewusst ist. Dafür sind super die 7 Basisemotionen, ich habe mal 3 genommen, die wir im Gesicht ablesen können. Es gibt 7, die sind bei allen Menschen auf der Welt gleich, egal Kultur und so weiter. Hier eben 3, Schreck, Freude, Trauer. Diese 7 Basisemotionen, die huschen, wenn wir das Gefühl haben, über unser Gesicht und wir können sie im ersten Moment nicht kontrollieren. Das erinnert uns jetzt vielleicht auch so ein bisschen an diesen inneren Schließmuskel, den konnten wir ja auch gerade nicht so kontrollieren. Und so weit hergeholt ist das nicht. Als wir nämlich kleine embryologische Zellhäufchen in der Gebärmutter waren, da war da nicht groß was mit Gesicht, da war das Anfang vom Darmrohr. Und irgendwann hat man gesagt, okay, wir machen noch ein Gesicht drumherum, scheint ja gut anzukommen. Aber an sich waren das diese unkontrollierte Muskelschlaucht, da hat er angefangen und die Überreste, die davon noch da sind, sind dafür verantwortlich, dass wir unsere Mimik nicht dauernd kontrollieren können. Den Arm können wir dauernd kontrollieren, die Mimik nicht. Jetzt eröffnet das für mich so ein bisschen die Frage, was macht denn dann der Darm bei all diesen Emotionen? Erschreckt er sich furchtbar? Hat er ein zauberhaftes Lächeln? Oder ist er auch manchmal traurig? Und da gehen wir jetzt ein bisschen tiefer, nämlich an diese untere Basis des Eisbergs, weil es ist ein bisschen unterbewusste Frage und da streiten sich auch viele Leute, weil klar, man kann immer sagen, nee, der Darm hat mit unserer Gefühlswelt gar nichts zu tun, er hat halt auch nur Zellen und unser Gehirn und das ist alles DNA und unsere Gene verursachen, wie wir uns fühlen und so weiter. Aber es gibt 2 Grundüberlegungen, nämlich einmal, Gehirn sagt halt eine Stimmung und man sagt dann allen Organen so wie der Herrscher, was los ist. Und die andere ist, hat der Darm vielleicht auch was mit den Gefühlen zu tun und unserer Gedankenwelt und eventuell unserem Verhalten. Und da ist interessant, dass wir einfach was nehmen, was nicht mit unseren Genen und unserer DNA zu tun hat, nämlich diese Riesenflora. Wir haben hier also ein Volk, was in jedem von uns sitzt. Es kann zum Teil bis zu 2 Kilo schwer werden, was auch völlig normal ist. Und es ist sozusagen so eine Ansammlung an Dingen, Entscheidungen, die wir treffen, an Essen, was wir zu uns nehmen, die Umgebung, die uns umgibt. Sowas wie unsere eigene Pokémon-Sammlung an Darmbakterien. Würdet ihr euch auch gerne alle vorstellen, aber über 60% kennen wir gar nicht, die kann man nämlich nicht anzüchten und die mögen es einfach in unserem Darm so, dass wir die nicht wirklich in der Petrischale schön beobachten, was sie so tun und so weiter.
Aber dass sie doch irgendwie einen Einfluss haben, da fängt man an, seit so ein paar Jahren ein bisschen intensivere Forschung zu machen. Was man bisher schon wusste, waren so grundlegende Dinge, die trainieren unser Immunsystem. Unsere Blutgruppe entsteht nur durch unsere Darmbakterien, durch dieses Training, durch den Einfluss, das Zwischenspiel. Und wenn wir böse, ganz böse haben, dann kommen wir bösen Durchfall. Aber was mit den Dezenten, die da einfach den ganzen Tag sitzen und ihre Arbeit machen? Die machen das auf völlig verschiedene Art und Weise. Wir haben die unterschiedlichsten Völker. Was für Einflüsse haben die? Und da entsteht so eine neue Bubble, die meine Leidenschaft ist sozusagen. Und bei der wir einfach uns viele Fragen anfangen zu stellen. Wenn ich diese oder diese Bakterien habe, werde ich dann dicker, obwohl ich das gleiche esse wie jemand anderes? Kann ich Depressionen eher kriegen durch verschiedene Darmbakterien? Schützen mich manche Darmbakterien vor Krebs und andere lassen ihn eher entstehen? Auf die meisten von diesen Fragen kann man anhand der Forschung und die Wege, die sie gerade gehen, tendenziell ja antworten. Und das ist ein sehr interessantes Ding und schwebt über meinem Kopf wie so eine Wolke. Ich bin noch seit einem halben Jahr in der Neuroscience in Frankfurt. Da machen wir Tests zum Beispiel mit Körpereigenproteinen, wo wir gucken, schützen die Nervenzellen oder eher nicht. Aber ich merke einfach, ich sitze davor und denke die ganze Zeit so, und das will ich jetzt mit Bakterienproteinen machen. Da gab es eine Studie, die hätte ich so nie erwartet. Da waren Bakterien, die hat man mit bestimmten Darmbakterien kolonisiert und hat dann festgestellt, unter Stress, wo die Darmwand ein bisschen durchlässiger wird, haben die Gedächtnislücken von 10 bis 30 Tagen. Gleichzeitig Probiotika gab es Gedächtnislücken. Und da wollte ich eben wissen, okay, was passiert denn dann? Lauter Sachen, also ich nehme die Fragen immer mit und mein Anliegen ist, weil in Deutschland gibt es einfach sau wenig Doktorarbeiten und Forschergruppen dazu, dass ich es ein bisschen weiter verbreite. Deswegen, ich hoffe, ihr nehmt auch was mit, zum Beispiel der Anus ist kommunikativ, beim Lächeln von einer hübschen Dame darf man gerne auch unpervers an ihr Darmrohr denken. Der Darm ist sehr volksnah mit einem riesen Eigentum, ihr habt selber alle ein Volk, behandelt es gut. Und ich hoffe, ihr mögt ihn jetzt lieber, vielleicht hat mancher Politiker jetzt Konkurrenzangst vor ihm oder so. Und ich hoffe, die Damen freuen sich ein bisschen mehr. Danke sehr euch fürs Zuhören und meiner Schwester, weil sie das mit Kommunikationsdesign möglich gemacht hat. Julia Enders. Ja, geht doch. So, dann geben wir der jungen Dame, die heute Abend gewonnen hat, nochmal für 1 Minute 30 unsere volle Aufmerksamkeit, eine kleine wissenschaftliche Zugabe. Und dann, du hast das letzte Wort. Freut mich. Oh, wie schön, wie außergewöhnlich. Ja, ist mir gerade eingefallen durch die schicke Ballnummer hier, dachte ich, ich habe auch noch was. Ich vergesse es nämlich jedes Mal und ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe ja vorhin von diesen Sensorzellen erzählt, die zwischen Gas und Fest unterscheiden können. Da fehlt ja noch ein Aggregatzustand, flüssig. Ist immer ein bisschen schlecht für so eine Publikumumfrage, so ein Thema. Aber vielleicht kennt der eine oder andere das. Man hat Durchfall, denkt, man muss pupsen, geht in die Hose. Flüssig kennt er nicht, da wirft der Zufallsgenerator an. Das war's.